Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Metro Exodus. Wir sind mittlerweile in einem Lager der Kinder des Waldes angekommen, wo beide Fraktionen vertreten sind. Die Pioniere und die Piraten haben sich in der letzten Folge unterhalten darüber, was sie mit Aljoscha tun sollen, wobei der mittlerweile schon zur Kirche geflohen ist und die Kirche ist weit, weit, weit weg von dem Ort, wo wir uns gerade befinden. Nichtsdestotrotz, hier gibt es noch ein Sammelobjekt, hier gibt es noch einen Journaleintrag, den ich gerne mitnehmen würde und natürlich noch ein paar Leute, die wir, denke ich mal, noch loswerden müssen, die wir, denke ich mal, noch niederschlagen müssen. Und ich würde sagen, wir machen den zweiten Teil des Lagers jetzt mal in dieser Runde fertig. Wir müssen übrigens nochmal nach draußen auch gehen, das dürfen wir nicht vergessen. Was macht der hier? Der pinselt da anscheinend irgendwas auf die Wand. Tja, das muss er kurz mal unterbrechen. Will aber nicht, dass der hier abfackelt oder sowas, das ist definitiv nicht mein Ziel. Okay, und ich glaube, da kommen wir wieder rauf. In die Richtung von Höhle. Aber da will ich eigentlich auch nicht hin, wenn ich ehrlich bin. Den könnten wir uns schon mal ganz easy holen. Denn da gibt es einen Weg, der uns nach oben führt. Den da oben, dann irgendwo den da unten. Der macht nämlich den nächsten Fallen scharf, habe ich das Gefühl. Das ist derjenige, den wir schon in der letzten Folge gesehen haben. Die Falle an sich haben wir ja schon entschärft. Dabei hat er gesagt, er muss die Fallen hier noch ordentlich herrichten. Und ich denke mal, das macht er gerade. Und da hinten müssen wir natürlich auch noch hin. Also wir haben noch den ein oder anderen Standort, den wir erkunden müssen. Na toll. Ich weiß nicht genau, wo der hingelaufen wäre, aber ich glaube, da vorne haben wir die nächste bewusstlose Person rumliegen und da möchte ich definitiv, dass der nicht hinkommt, denn der weckt den sonst auf und dann haben wir wieder zwei neue hier rumspazieren, die natürlich wissen, dass hier irgendwas passiert ist. Da können wir das Tor öffnen damit oder schließen, je nachdem. Aber wie kommen wir denn jetzt da hinaus? Sollen wir es einfach mal versuchen, unten durchs Tor zu gehen? Denjenigen, der die Fallen hier aktiviert, einfach mal kurz schlafen zu legen. Weil funktionieren soll es theoretisch. Ich würde jetzt zu gerne Pilze sammeln. Es ist Hochsaison und ich hänge hier als Wachposten fest. Na gut, holen wir uns mal den hier. Alle würden gerne Pilze sammeln. Und der bewacht die Schweine, dass die nicht davonlaufen, oder wie? Tja. So, machen wir mal Licht aus bei den Schweinen. Die sollen ruhig mal ein bisschen schlafen. Das passt schon. Ein paar Düschen. Aber leider auch hier nichts zu lesen für uns. Wo ist denn dieses eine Sammelobjekt, sag mal? So, den müssen wir uns noch holen. Der macht dort gerade eine Falle scharf. Das heißt, es wird schwierig, den so zu holen von dieser Seite hier. Aber wir können es natürlich trotzdem mal probieren. Funktioniert. Der hat gar nicht mitbekommen, dass wir seine Falle gerade direkt neben ihm entschärfen. So, machen wir hier auch mal das Licht aus. Überall, wo es geht, machen wir das Licht aus. Und dann würde ich sagen, wenn wir schon mal hier sind, dann holen wir uns auch den da oben, damit wir zumindest mal hier in dem Teil alles entdeckt haben. Da müssen wir nämlich nur noch da drinnen uns ein bisschen umschauen. Ich glaube, theoretisch in den Baumhäusern sind wir schon fertig da oben, die alle miteinander verbunden sind. Da haben wir, glaube ich, tatsächlich schon alles gelootet, was es gibt. Das Einzige, was wir noch nicht gefunden haben, ist, dass es das hier oben möglicherweise gibt. Und natürlich hier. Da müssen wir nochmal ganz kurz hin. Und dieses eine Textobjekt, dieses eine Sammel-Dingsti-Bumsti, das müssen wir uns auch noch schnappen. So, da ist der letzte. Zumindest was die außerhalb des Dorfes anbelangt. Der hat coole Sachen dabei, cool. Oh, fuck. Na toll, das war genau das, was ich machen wollte. Scheiße. Fuck, oh mio. Ich läute auch noch die Glocken, damit die anderen informiert werden. Achtung, da ist ein Eindringling. Das war jetzt aber ein bisschen doof. Ich dachte, was können wir denn hier machen? Hm? Interessant. Tja, Verstärkung rufen. Das können wir hier machen.
So, und wo würden wir hier hinkommen? Probieren wir's. Theoretisch sollte da ja keiner mehr lieben. Von denen. Und auch wenn wir hier ziemlich laut sind, wenn keiner mehr lebt, kann uns niemand mehr hören. Also leben, die leben natürlich schon alle, aber die sind doch bewusstlos. Das ist es. Ich sag das immer falsch, wenn ich schon ans Töten gewohnt bin. Aber die leben natürlich noch alle. Alle sind bewusstlos, alle könnte man theoretisch aufwecken, wenn jetzt irgendeiner eine Runde drehen würde, könnte er die theoretisch alle aufwecken und die würden wieder im Lager rumspazieren. Warum füttere ich hier eigentlich die Moskitos? Wer außer unseren Leuten... Hallo, sag, dass es erledigt ist. Bei dem Geruch läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Fast fertig. Da wird der Koch anscheinend ein bisschen unter Druck gesetzt. Verdammt, das Zeug ist echt krass. Das kann man schon sehen. Naja, es bringt nichts, auf diesen Idioten zu warten. Soll er da mit seinen Piraten rumsitzen? Da, bitte! Gut, dass das keiner gehört hat. Danke, Mann. Wahnsinn! Sind das zwei da drin? Ich würde jetzt zu gerne. Das ist nicht übel. Es ist hochsicher und gar nicht übel. Hier als Wachhaus krass. Aber total wow! Das ist einfach großartig. Du weißt wirklich, wie man das macht. Wow! Ja, ich kann es schon spüren. Okay, es sind zwei da drin. Einer legt sich gerade hin. Und der legt sich tatsächlich genau hier hin. Das ist super. Ja, dieses Zeug kommt echt krass. Ja, das ist großartig. Warum muss ich hier meine Zeit verplempern? Mir passiert doch nichts. Naja, der Ausbilder weiß immer was. Und sicher ist sicher. Bevor der jetzt gleich aufwacht und dann sieht, was hier abgeht. Ah, und da ist das Sammelobjekt. Na, guck mal einen an. Da haben wir es endlich. Eine gekritzelte Notiz. Tocher, deine Jäger haben gute Arbeit geleistet. Wir sollten ihnen eine Pause gönnen. Sollen sie für den Anfang 50 Kiefern fällen und entästen. Der Gebieter scheint schlechte Laune zu haben. Wir verstärken den Palisadenzaun besser. Und die Stege ebenfalls. Ach ja, wir sollten auch noch etwas Kiefernharz einsammeln, denn sie benutzen die Flaschen nur allzu gerne. Aber aus irgendeinem Grund überlassen sie die Herstellung ausschließlich Eugen. Das sollte zum Aufwärmen reichen. Wenn sie damit fertig sind, gibt es noch genug zu tun, schreibt Roman. Und das ist wohl der Anführer der Piraten. Roman, der Anführer der Piraten und Olga, hoppla, die Anführerin der Pioniere. Ich glaube, das haben wir mittlerweile so schon rausgefunden. Und dann bleiben eigentlich jetzt nicht mehr wirklich viele übrig, sondern nur noch die beiden hier am Lagerfeuer. Ich glaube, dann haben wir tatsächlich alle anderen mitgenommen. Na gut, der hier noch mit den Wurfmessern. Wo ist er denn? Ach, hier. Und dann haben wir noch unten einen, der ein Lied spielen will oder sonst was. So. Drei Wurfmesser hat der dabei gehabt. Da haben wir noch ein viertes. Aber die große Frage ist natürlich, wie sollen wir die zwei denn erledigen hier? Denn ich will natürlich auch die nicht erschießen. Wäre ja blöd, wenn wir jetzt hier jeden nur niederschlagen und jetzt auf die plötzlich zielen würden, beziehungsweise schießen würden. Aber wie sollen wir die beiden denn sonst holen? Oder wir versuchen es auf diese Art und Weise. Das könnte funktionieren. Hat er so geklappert? Ist jetzt halt nur die Frage, wer hier nachgucken kommt. Was hat denn eigentlich für ein riesiges Saugmodul? Alter! Warum hört sich das an, als ob der ins Mikrofon schreien würde? Hä?
Also irgendwie ist der Sound, glaube ich, bei dem ein bisschen verrückt. Was gibt es denn hier zu bewachen? Ja, keine Ahnung, frag mich noch nicht. Wer würde jemals herkommen? Ist da irgendwas rund? Wer ist da? Ich glaube, da ist etwas bei der Säule. Ja, aber bei der Säule hier, mein Freund. Mal sehen, wer so dumm ist, sich da zu verstecken. Feuer könnten wir theoretisch ausmachen. Machen wir natürlich aber mal nicht. Weil das sonst ein bisschen zu auffällig wäre. Schläft hier irgendeiner? Da oben möglicherweise. War man nicht da schon drin? Oh ja, das war das große Doppelstockgebäude. Möglicherweise hat sich der eine hingelegt, den wir entdeckt haben dort oben. Genau, da waren wir definitiv schon drin. Kann sein, dass sich der hingelegt hat, denn der muss ja dort oben jetzt seine Strafe verbüßen. Weil er anscheinend nicht aufgepasst hat und Aljoscha ist durch ihn, beziehungsweise glaube ich eher durch die Hilfe von Olga entflohen. So, das wäre zumindest mal das hier gewesen. Cool, cool, cool. Ein cooles Lager, ein riesiges Lager. Und ich bin verdammt stolz, muss ich zugeben, dass wir das geschafft haben, ohne großartig aufzufallen. Natürlich, hin und wieder hat uns mal jemand entdeckt. Natürlich, hin und wieder muss man nochmal neu laden. Wir haben auch das eine oder andere mal probiert, ob es funktionieren würde oder nicht. Aber im Großen und Ganzen war das wirklich, wirklich, wirklich super. Und es waren hier auch genügend Feinde. Und der spielt sich gerade ein Lied. Spiel mir das Lied vom Tod. Boah, wie brutal der immer hinhaut hier. Das tut mir richtig leid, das will ich gar nicht. Aber ich habe halt keine andere Chance, das ist das Problem. Ich habe halt keine andere Chance. Wir können die nur niederschlagen. Es gibt keine andere Methode. Aber ich glaube tatsächlich, wir haben jetzt alle mitgenommen, die es hier gibt. Ich glaube, hier ist sonst niemand mehr übrig. Wir haben das Sammelobjekt mitgenommen. Ich gucke nochmal ganz kurz auf die Karte. Aber ich denke, im Großen und Ganzen war es das, was wir in diesem Gebiet hier holen können. Alles klar. So, die Leichen sind mittlerweile schon despawned. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir hier 100-mal neu geladen haben. So, und dann können wir uns ja mal aufmachen. Und hier hinten weitergehen. Denn ich denke mal, dort wird uns das Spiel weiterführen. Genau, da oben wartet nämlich schon der nächste auf uns. Theoretisch würde es, glaube ich, sogar da hinten einen weiteren Weg geben, aber das ist wahrscheinlich wieder so eine Art von der Straße, die uns dann sowieso nicht durchlässt, weil sie kaputt ist. Du wirst schon sehen, wenn er spricht, wird er alle umhauen. Oh, möglicherweise schaffen wir es ja irgendwie bis zum Schluss, bis wir am Damm da oben ankommen, die beiden hier irgendwie wieder vereinigen zu können. Halbwegs, denn sie stammen ja von derselben Fraktion ab. Alle sind Kinder des Waldes. Und haben sich dann eben aufgespalten in einerseits die brutalen Piraten und die etwas harmloseren Pioniere. Aber vielleicht können wir hier ja irgendwie die beiden Gruppen wieder ein bisschen mehr zusammenführen. Das würde mich schon sehr, sehr freuen. Wer soll denn da reden? Ach so, die Krähe oder was? Wie soll die denn bitte reden? Du musst freundlich zu ihm sein. Also gut. Er ist doch kein Papagei. Hallo. Tja, das kann ja wohl nichts werden. Ach,
So, dem fällt es auch gar nicht auf, dass der hier neben ihm einfach umkippt. Kann er tatsächlich reden? Das ist doch eine Krähe. Die kann doch nicht Hallo sagen. Schön. Ach, das ist schön. Das ist schön gemacht von den Entwicklern. Schön. Hallo. Nice. Ja, das freut mich. Lustig. Lustig, lustig, lustig. Oh je. Und ich glaube, da hinten führt uns der Weg weiter. Eieieiei. Okay, sicherheitshalber mal speichern. Wir wissen nicht, was da auf uns zukommt. So, und dann gehen wir nochmal ganz kurz da zurück, denn anscheinend haben wir hier noch ein bisschen was, das wir mitnehmen dürfen. Und ich habe das Gefühl, ich höre in weiter Ferne den Bären. Boah, was für ein schönes, glasklares Wasser hier durchfließt. Guck mal an, man sieht bis auf den Boden. Kein Schmutz, kein Dreck. Wunderschönes, klares Wasser. Ich vermute mal, das kann man sogar trinken. Vielleicht erstmal abkochen, aber ansonsten denke ich, das ist ein super Wasser. Geil. Also man sieht, hier sieht es definitiv anders aus als in den Regionen, wo wir uns bis jetzt umgetrieben haben. Denn dort war ja alles verwüstet durch die Atomraketen. Aber hier sind sie tatsächlich verschont geblieben. Da sind halt nur viele Banditen, die sich umtreiben. So, nochmal speichern. Ich habe das Gefühl, der Bär wird uns hier auflauern jeden Moment. Wo sind wir denn jetzt eigentlich gerade? Ah, hier hinten schon. Ach du Scheiße, da soll es aber einiges zum Sammeln geben. Wo soll denn das alles sein? Angeblich gibt es hier zwei Textdokumente. Na nü? Ah, möglicherweise da vorne. Das wäre schon möglich. Oh, Scheißding, du. So, ich vermute mal, da würden wir auch noch weiterkommen, theoretisch. Aber wir gucken natürlich erstmal hier rein. Na, das sieht mir schon sehr danach aus, als würden wir hier was finden können, was wir zum Lesen haben, wie zum Beispiel das hier, ein abgegriffener Brief. Liuda, ich glaube nicht wirklich daran, dass du diesen Brief findest, aber ich verstecke ihn trotzdem an der abgesprochenen Stelle. Komm nicht zurück. Egal wo du bist, es ist immer noch besser als hier. Ich dachte, du machst einen Fehler und würdest es merken, aber ihr seid keine Feiglinge, nur weil ihr damals nicht geschossen habt. Ihr seid Menschen geblieben. Während wir geschossen haben, naja, wir dachten, wir würden stärker werden, im Recht sein und nichts falsch machen. In Wahrheit aber sind wir Monster geworden. Die Plünderer sind oft hergekommen. Wir bekämpfen sie schon so lange ich mich erinnern kann. Wir haben sie getötet und das fand ich in Ordnung. Aber jene zu ermorden, die sich ergeben? Bis zum letzten Mann? Seit damals versuche ich, meine Hände vom Blut zu befreien. Mit Sand, mit Asche, aber nichts hilft. Ich weiß nicht, was mit mir nicht stimmt, aber es tut mir wirklich leid, dass ich damals nicht mit dir gegangen bin. Oh je, Mini. Und genau das machen wir nämlich auch nicht. Wenn sich jemand ergibt, dann hat er sich ergeben. Dann werden wir dem definitiv weiterleben lassen. Oh Gott, wo kommen wir denn da jetzt schon wieder hin, sag mal, Freunde. Sollen wir da überhaupt hin? Ich habe das Gefühl, der Weg wird uns genau dorthin führen, wo wir hinwollen. Dann würde ich nämlich jetzt gerne nochmal speichern und vielleicht erstmal dahin gehen. Denn vielleicht finden wir ja tatsächlich hier noch ein Sammelobjekt. Oder das Ganze führt uns sowieso zum selben Ende. Das kann natürlich auch sein. Oh, nämlich so wie es aussieht, direkt zur Kirche. Oder zu einem nächsten Lager. Na, guck mal einer an. Mhm. Da ist tatsächlich eins. Das Feuer brennt, das heißt, da war kürzlich jemand. Und gibt's hier was zum Lesen? Ich sehe hier nur Spinnen. Und Särge. Aber leider kein Textdokument oder sowas. Schade. Hab nämlich gedacht, uiuiuiui, da geht's aber auch noch weit. Uiuiuiui, guck mal einen an. Da geht's noch weit weg. Ich hab gedacht, wir finden vielleicht hier was.
Aber anscheinend habe ich da ein bisschen falsch gedacht. Ich denke, das ist die Kirche. Na nü? Da würden wir auch wieder irgendwo hinkommen. Wo sind wir denn hier, sag mal? Oder finden wir das andere Textdokument möglicherweise doch noch in der Höhle drin? Ich meine, ich habe natürlich keinen Plan, wo uns die Höhle hinführt im Endeffekt. Das ist ein bisschen das Doofe dran. Und hier oben ist tatsächlich kein Dokument zum Lesen. Schlafen könnten wir hier auf der Bank. Beim Baum steht nichts, hier steht nichts. Da vorne steht nichts. Und da drin ist ja auch nichts. Nee, da gibt's nichts zum Lesen. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich hätte mir nämlich gedacht, dass wir das vielleicht hier finden können. Dann hätten wir es nämlich schon mal abhaken können von der Liste. Aber anscheinend sind wir da noch ein bisschen zu früh dran. Da vorne geht's zur Kirche. Da will ich aber noch nicht hin. Denn es gibt hier unten definitiv noch ein bisschen was zum Sammeln in den Dörfern. Auch eine Postkarte ist irgendwo am Rumliegen. Aber dann gehen wir vielleicht diesmal doch einfach mal hier weiter und gucken, wo uns das Ganze hinführt. Möglicherweise ja doch genau dahin, wo wir hinwollen. Macht das Licht natürlich mal aus. Oder führt uns das möglicherweise auch in den Ort? Eieieieiei. Da geht's gerade drunter und drüber. Eieieiei. Ganz schön viel Kinderspielzeug. Keine Ahnung, wie das hier alles herkommt. Und ein gefesselter Pirat. Nanü? Und warum wurde der erschossen und darunter geworfen? Hab das Gefühl, die drehen schon langsam durch da oben. Ja, da ist ein Textdokument. Eine zerknüllte Notiz. Ob das das Richtige ist, ich weiß es nicht. Leute, ich bin mit etwa 30 Banditen auf dem unteren Bauernhof. Ich habe sie von der Straße weggeführt, kann sie vielleicht noch eine halbe Stunde aufhalten. Verliere zu viel Blut. Den Kleinen schicke ich mit dieser Nachricht zurück, sonst würde er nicht gehen. Viel Glück, Leute, schreibt Serogo. Sollen wir ganz kurz auf der Karte gucken, aber ich denke mal, aha, könnte theoretisch sogar hinkommen, dass das hier das Dokument ist, das wir brauchen. Hier unten hätte ich jetzt nicht damit gerechnet, muss ich zugeben. Ich habe nämlich gedacht, der Weg wird uns genau dorthin führen, wo wir nachher hinwollen. Und dann kommen wir vielleicht später nicht mehr zurück. Aber ich habe das Gefühl, wir müssen hier das nächste Lager auseinandernehmen. Gute Arbeit, Mann. Was machen wir denn jetzt? Jetzt sind beide weg vom Fenster. Na, dann mach es doch selber, wenn du so schlau bist. Ich habe dir gleich gesagt, wir sollten sie einfach töten. Die sagen sowieso nichts. Hast du jemals an einem ihrer Fällen gehangen, während die Wölfe an deinen Füßen schnabbern? Die haben einiges zu verantworten. Findest du das nicht ein bisschen zu persönlich? Und du siehst wirklich nicht aus, als hättest du an einem Pfahl gehangen. Habe ich auch nicht. Aber meine Freunde. Ich mache nach einer Pause mit den beiden weiter. Wie viele Finger sind ihm denn noch geblieben? Schön langsamer gibt das hier natürlich Sinn. Wir sind hier in einem Lager der Banditen. Das sind nicht die Piraten und die Pioniere, die sich hier gegenseitig bekriegen. Das sind die Banditen. Die Banditen, die unsere Leute hier auseinandernehmen. Und wir können denen helfen. Und das machen wir natürlich. Das machen wir aber definitiv. Okay, losschneiden kann ich sie leider nicht. Scheiße. Und denen können wir leider auch nicht mehr helfen. Fuck.
Also man sieht hier, die Banditen haben hier anscheinend doch noch ein bisschen was zu sagen. Es ist nicht so, dass sich das alles hier nur um die Pioniere und die Piraten drehen würde. Huch, was ist denn hier los? Da fehlt die Map. Das scheint ein bisschen komisch zu sein hier. Das dreht sich hier definitiv nicht nur um die Banditen und die Pioniere, die sich ausmachen, wem was gehört. Die Pioniere und die Banditen, sag ich schon, die Pioniere und die Piraten. Die Banditen können da auch noch mitmischen. Eieiei, da drüben hängt der Nächste. Oh je, mene, oh je, mene, oh je, mene, oh je, mene. Interessant. Hätte ich jetzt nicht damit gerechnet, muss ich zugeben. Ich habe gedacht, die Banditen sind zum größten Teil schon erledigt worden. Eben von den Kindern des Waldes. Verdammt, das ist Brechstange. Völlig ausgetrocknet, aber ganz sicher. Und da ist Klotz. Und die anderen Jungs aus der Hütte 3. Wo zum Teufel verstecken sich diese Wichser? Keine Sorge, die beiden, die wir geschnappt haben, werden bald reden. Na, diese Wichser reden nie. Ach, die schon, ganz bestimmt. Ist allerdings echt merkwürdig, dass die Jungs so lange brauchen. Die hätten schon längst anfangen sollen, ihnen die Finger abzuschneiden. Die Gedärme müssten eigentlich schon hervorquellen. Die sollten ihnen zuerst den Kopf abschneiden. Die hätten nicht herkommen sollen. Das geht doch richtig schief. Wir werden hier abgemurkst. Nicht mal, wenn du sie lebendig verbrennst. Laber nur ihren Scheiß von Prüfungen und Lehrmeister. Worum geht es bei diesem Scheiß eigentlich? Ja, das ist total krank. Warum ist es hier nur so ruhig? Sind die Finger alle? Hey, Bulle, schneid ihnen jetzt die Schwänze ab oder so. Ja, schneid sie ab! Wir müssen was in Erfahrung bringen, bevor die anderen Wichser herkommen, um sie zu suchen. Ach, die werden doch keinen offenen Stress mit uns anfangen. Die sind daran gewöhnt, sich im Wald zu verstecken. Und was machen wir jetzt? Die beiden abmurksen und nach Hause gehen? Wir sollten die Jungs alle herholen. Meinst du das ernst? Wir wollten ihnen doch zeigen, dass wir das hinkriegen. Hast du schon vergessen, dass wir 2 Tage lang über den verschissenen Fluss gerudert sind? Na, ich hab dich nicht drum gebeten, allen zu sagen, dass wir das schon hinkriegen. Na gut, ich hab's verbockt. Aber die lachen über uns, wenn wir einfach so zurückkommen. Nicht wir, du. Du hast doch mit Glatze gewettet, dass du ihre Bräute alle nach Hause bringst. Die Jungs sind jetzt vermutlich schon heiß und genervt. Wenn du die Bräute also nicht mitbringst, machen sie dich zu einer. Zugegeben, Poker, der war nicht schlecht. Ja, das stimmt. Trotzdem will ich nicht mit leeren Händen heimkehren. Wir haben nichts in Erfahrung gebracht. Dabei hatten wir schon das Glück, diese beiden Arschlöcher hier zu erwischen. Das ist das erste Mal seit wie vielen Jahren? Ja, da haben wir echt Glück gehabt. Hoffen wir, dass es auch so bleibt. Wie wäre es, wenn wir einen kleinen Spaziergang durch den Wald ins alte Dorf machen? Vielleicht finden wir ja was. Das ist doch mal ein Wort. Hey, Bulle, Kusja, was habt ihr denn so vor? Wollt ihr euch mit diesen Wichsern vergnügen? Ja. Der war auch gut. Das könnte glatt sein. Naja, ich komme nicht drüber weg, dass die Waldarschlöcher so viele Bräute haben, während die Jungs zu Hause mächtig dicke Eier haben. Tja, wer hätte gedacht, dass sie hier überleben? Der Alte hat doch immer Geschichten von einem Lager irgendwo erzählt, wo er schicke Sachen gefunden hat. Und wann war das? Direkt nach dem Krieg. Also muss er wohl hier gewesen sein. Ja, das war definitiv hier. Und da das direkt nach dem Krieg war, müssten diese Beute damals kaum mehr als Pimpfe gewesen sein. Ich hatte keine Ahnung, wovon er sprach. War noch ein Kind. Zu jung für sowas. Na gut. Genug gelabert. Lass uns gehen. Diese Bräute finden sich nicht von alleine. Hey, Bulle, Kusja, wir gehen mal zum Dorf. Hör mal, dahinlaufen, nachgucken, das gefällt mir nicht. Hat in letzter Zeit eigentlich jemand mal diese Bräute gesehen? Der Rote hat gesagt, er hätte eine vom anderen Ufer aus gesehen. Ist im See baden gegangen, sagte, die Braut war der Oberhammer. Hat er das? Woher soll ich das wissen? Nochmal. Die Jungs aus Hütte 5 hatten gerade den Verkauf der Sklaven gefeiert. Wen haben sie die eigentlich verkauft? An die Ölbande.
für alle Motorboote für ein ganzes Jahr. Genug gequasselt. Wir sind im Wald. Wie kann man diese Gegend nicht mögen? So, bevor der auf blöde Ideen kommt, holen wir uns den gleich mal. Sayoga! Was ist denn das da bei dem Zaun? Was zum Teufel ist das für ein Scheiß? Okay, das war definitiv keine gute Idee. Ich hoffe, wir haben irgendwann mal jetzt hier gerade eben möglicherweise gespeichert. Denn sonst müssen wir uns die, glaube ich, ein bisschen auf eine andere Art und Weise holen. Und ich weiß auch gar nicht, ob wir die einfach so umlegen dürfen. Woher soll ich das wissen, verdammt nochmal? Die Jungs aus Hütte 5 haben gerade den Schlag geschlagen. Wen haben sie die eigentlich verkauft? An die Ölbahn? Warum steht der denn jetzt da? Also ich vermute mal, hier war ehemals ein Lager von unseren Leuten, von den Kindern des Waldes. Und die haben hier, denke ich mal, ein paar Banditen umgebracht. So sieht das Ganze hier nämlich gerade aus. Und die Banditen holen sich gerade das Lager zurück. Und wir hindern sie gerade dran. Und es sind aber ganz schön viele. Na gut, gucken wir mal, dass wir hier... Ah, fuck, der nächste kommt. Ein Gebäude nach dem anderen clearen. Das Gute ist, es wird mittlerweile wieder Tag. Das heißt, wir sehen wieder ein bisschen was, auch ohne Lampe. Hallo, 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 nicht so schnell. So. Sind so viele von denen, das ist unglaublich. Holen wir uns mal den nächsten da oben, gehen wir mal ein bisschen den großen Bogen drumherum und wenn wir dann hier tatsächlich mal alle erledigt haben, dann können wir uns immer noch genauer umschauen. Hallo, wieso geht das nicht? Hallo! Jetzt geht's. Wir waren wohl ein bisschen zu nah dran gerade. Achtung, der nächste kommt. Boah, gut, dass er den nicht sieht. Ich meine, der liegt hier ein bisschen auffällig. Und gut, dass der uns nicht sieht. Wir sind nämlich auch ein bisschen auffällig. Na komm, zisch ab. Dreh um und ciao. Bleibt der hier stehen auch noch, oder was? Müssen wir einmal ums Haus rum? Das kann ich mir nicht vorstellen. Komm. Tschüss. So, der nächste weg. Alles klar, alles klar. Dann holen wir uns den, der da drüben rumsteht. Aber zuerst mal gucken wir uns hier im Haus ein bisschen um, würde ich jetzt mal sagen. Der bleibt ja soweit eh auf derselben Position stehen. Sehr schön. Ja, zumindest gibt es hier ein bisschen was zum Sammeln. Da bin ich schon mal froh drüber. Aber hier nicht. Eieiei, wie stehen denn die Möbel hier eigentlich alle? Guck mal, die schweben hier richtig. So, guck mal, möglicherweise gibt es auch hier sogar noch irgendwas zum Lesen oder so. Weil man weiß ja nie, wo die Sachen verstreut sein könnten. Da könnten wir ein bisschen was spielen. Aber Spinnweben gibt es hier definitiv ohne Ende. Okay, und das war's im Großen und Ganzen. Alles klar. Leider nichts zum Lesen, aber zumindest ein bisschen was zum Mitnehmen. So, und dann würde ich mal sagen, den einen oder anderen holen wir uns vielleicht nochmal ganz kurz. Wie zum Beispiel den da drüben. Der steht immer noch an derselben Position. Dann hätten wir das Haus schon mal erledigt. Wir hätten das große Haus am Anfang erledigt. Waren wir da oben? Ich habe keine Ahnung. Was haben wir denn da gerade entdeckt?
einen unbekannten Ort. Da waren wir definitiv noch nicht, so wie es aussieht. Alles klar, da sollten wir uns vielleicht auch mal nochmal umschauen. Bevor wir das Ganze vergessen. Nicht zu viele Fragen stellen, lieber umfallen. Oh, fuck. Ah, das war der Wächter hier, guck mal. Da hat er den runtergestoßen, gerade eben. Als wir da unten rumspaziert sind. Der hat den hier runtergestoßen. So, ich hoffe nur, der dreht da vorne jetzt gleich um. Nicht, dass er jetzt hier langkommt und dann die Leiche sieht. Macht aber nicht. Alles gut. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Boah, aber da treiben sich wirklich ganz schön viele Banditen rum. Das ist ja unglaublich. Ich habe gedacht, die kommen hier in so kleinen Zweier-Dreier-Gruppen. Und die Sache hat sich. Aber da sind ja tatsächlich ganz schön viele von denen unterwegs. So, guck mal ins nächste Haus, damit wir das auch schon mal erkundet haben. Immerhin gibt es ja hier doch ein bisschen was zum Sammeln. Was mich natürlich sehr froh macht. Und das ein oder andere Sammelobjekt, wie zum Beispiel noch ein paar Briefe, wie zum Beispiel aber auch eine Postkarte, die hier irgendwo rumliegen sollte, könnten wir vielleicht auch einfach so finden, bevor wir uns dann auf die große Suche machen müssen. Tja, nur hier scheint es ziemlich leer zu sein, alles klar. Alles klar, alles klar, alles klar. Wir suchen natürlich alles erstmal so ab und wenn wir nichts finden sollten, dann müssen wir uns wieder eine kleine Hilfestellung dazu holen. Wo geht's denn dahin? Kommen wir noch in einen anderen Raum? Ach nee, da waren wir ja gerade. Das war genau der Raum. Alles klar. Okay, dann würde ich mal sagen, zu guter Letzt, dieses Haus haben wir erkundet, dieses Haus haben wir erkundet, dieses Haus haben wir erkundet. Die drei ersten hätten wir schon mal. Gehen wir mal nach da oben und gucken mal, was wir dort so finden. Möglicherweise auch Banditen, kann sein. Möglicherweise aber auch gar niemanden. Wir wissen doch bereits, wo sie ihre Wachposten haben. Die werden nicht wissen, wie ihnen geschieht. Ja, genau. Das sind gerissene Wichser. Wir müssen über jeden Einzelnen davon Bescheid wissen. Also gut. Kannst du da wenigstens die Beute sehen? Nein, kann ich nicht. Halt endlich die Klappe! Scheiße. Von allen Höllenlöchern musste ich mir ausgerechnet das Beschissenste aussuchen. Und denen geht's auch im Endeffekt gar nicht darum, die anderen Banditen, die umgekommen sind, zu rächen. Denen geht es einfach nur darum, damit sie die Frauen dort entführen können. Das ist das Ziel von denen. Kannst du die Bräute sehen? Was anderes interessiert die gar nicht. Diese verruchten Banditen. Von da oben haben sie Wache geschoben. Na gut, da unten haben wir ja gerade aufgeräumt. Das war ja unser Werk. Hätten sie eigentlich damit rechnen können, dass irgendwann da oben auch jemand aufkreuzen wird. So, oh, eine blutige Säge, alles klar. Aber leider Gottes auch hier nichts zum Lesen, nur ein paar Pilze. Und das war es im Großen und Ganzen. Aber ein kleiner Außenposten, zumindest von denen mal ausgehoben. Das ist, denke ich mal, schon gar nicht so schlecht. Na gut, Freunde, dann würde ich mal sagen, in der nächsten Folge wissen wir schon, was wir zu tun haben. Wir haben nämlich da unten noch einige Feinde. Und zwar ganz schön viele. Wir haben zwar schon einige erledigt. Guck mal, da wäre ich sogar gleich in eine Falle gelaufen. Gut, dass wir das entdeckt haben. Aber da wartet noch einiges auf uns. Da wartet definitiv noch einiges auf uns. Und ich würde gerne bei dem bleiben, um zu sagen, wir killen hier niemanden. Denn ich weiß nicht, wie die verschiedenen Fraktionen darauf reagieren würden. Wahrscheinlich wären sie jetzt nicht unbedingt schlecht gestimmt dem gegenüber, wenn wir hier wirklich sagen, wir töten die auch mit einem Wurfmesser oder wir schießen hier rum. Denn wozu haben wir denn die ganzen Waffen?
Bei den Pionieren bin ich mir ein bisschen unsicher, aber ganz ehrlich, die haben hier ja gerade eben ein paar von ihren eigenen Leuten umgebracht, von den Kindern des Waldes. Also von dem her denke ich mal, das ist ganz in Ordnung, wenn wir die auch erschießen würden. Aber ich versuche es zumindest mal auf die leise Art und Weise, so wie wir es bisher gemacht haben. Und es hat bis jetzt auch funktioniert und ich hoffe mal, dass es auch weiterhin funktionieren wird. Das werden wir rausfinden in der nächsten Folge. Da erkundet man nämlich dann den zweiten Teil dieses Lagers. Und ganz da hinten sieht man schon die Kirchturmspitze, das ist unser Ziel. Und dort ist der letzte uns bekannte Aufenthaltsort von Aljoscha. Und vielleicht haben wir ja Glück und finden ihn dort und können dann gemeinsam Richtung Damm gehen. Das ist unser Plan. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen und wir sehen uns dann morgen wieder in der nächsten Runde von Let's Play Metro Exodus. Bis dahin, tschüss!